Veränderung der Lernbedingungen. Wenn ihr aus der Schule in die Ausbildungsunternehmen kommt, bieten euch die Unternehmen Wissen in Form von E-Learning, Wissen in einem Intranet an. Tipp von meiner Seite an euch wäre, geht an die PCs, holt euch das Wissen. Jederzeit in der Ausbildung habt ihr die Möglichkeit, im Grunde genommen dieses Wissen abzufragen, um dann auch Fragen an eure Ausbildung zu geben oder Feedback zu geben. Was habt ihr bisher verstanden? Nutzt das mit der Möglichkeit, um so ein lebenslanges Lernen zu ermöglichen. Macht es einfach. Soziale Kompetenzen. Wenn ihr während eurer Ausbildung durch die einzelnen Abteilungen im Unternehmen lauft, lernt ihr eine ganze Menge von Menschen kennen. Viele Menschen sind schon lange da, manche sind erst ein paar Monate da. Wenn ihr dann dort seid, Tipp von meiner Seite an euch, sprecht sie an, redet mit ihnen, ihr könnt dort Erfahrungen sammeln, seid authentisch, so wie ihr es bisher auch in der Schule gewesen seid, und ihr werdet merken, dass ihr dort mit jedem eigentlich klarkommt, wenn ihr auch authentisch seid. Arbeitseinsatz. Dieser erfolgt nach einem betrieblichen Ablaufplan. Wenn ihr in die einzelnen Abteilungen hineinkommt, habt ihr einen Betreuer an eurer Seite, der mit euch die Theorie und die Praxis durchgeht. Es ist wichtig, wenn ihr Fragen habt, stellt Fragen. Die Selbstständigkeit ergibt sich von ganz allein. Es ist gut, wenn ihr euch offen zeigt und hinterfragt. Das wird auch ganz gern gesehen. Ansprechpartner und Ausbildungsumfeld. Während der gesamten Ausbildung habt ihr einen Ausbilder an eurer Seite, der euch die Ausbildung aufzeigt, wie läuft sie ab. Ihr werdet während der Ausbildung feststellen in den einzelnen Abteilungen, dass ihr Stärken und Schwächen habt. Sprecht mit dem Ausbilder drüber. Er wird euch zeigen, wie man die Stärken noch verbessern kann, beziehungsweise auch die Schwächen, wie man daran arbeiten kann, um aus den Schwächen gezielt auch ein bisschen die Stärken zu entwickeln. IHK-Prüfung. Ihr wisst ja, dass um eine Ausbildung abzuschließen, braucht man eine ordentlich erfolgreich bestandene IHK-Abschlussprüfung. Während der gesamten Ausbildung bereitet euch der Ausbilder auf die Prüfung vor. Tipp an euch, nehmt das wahr, was euer Ausbilder euch sagt, setzt euch hin, die Theorie lernt auch mal zu Hause. Umso besser vorbereitet seid, umso leichter wird es auch dann bei den schriftlichen bzw. auch bei den praktischen Prüfungen.